schneller als der Schall mit meiner Riesenrakete. Da gibt's ne Weltraumfete. Tess, jetzt reicht's, ja? Hör lieber auf mit dem Singen und hilf mir beim Suchen. Es geht doch gleich los. Gleich los, Theo? Aber nein, doch erst in einer Stunde. Nein, es geht jeden Moment los. Und ich suche noch immer den Zettel, wo draufsteht, um was es heute geht. Worum es heute geht, weiß ich doch. Aber glaub mir, es geht erst in einer Stunde. Die sind ja schon alle da, Theo. Also, ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zu Was ist was TV von Theo. Tess? Und natürlich keinem geringeren als Quentin, Quentin, dem Punkt. Heute beschäftigen wir uns mit einem der spannendsten Themen der Menschheit. Ganz genau, heute gibt's Action, Abenteuer und Raketen, Astronauten und Countdowns. Naja, also genau genommen geht es um Triebwerke, die Schwerkraft, ja, also, die Atmosphäre, um kurz zu machen, Gasteilchen. Es geht um unsere Erde, Planeten und Raumfahrt. Eine Rakete zündet ihre Triebwerke und hebt vom Boden ab. So beginnen die abenteuerlichen Reisen der Astronauten. Mit ihren Raumschiffen verlassen sie die Erde. Wenn sie im Weltall angekommen sind, sehen sie den Planeten, auf dem wir leben. Von hier oben sieht unsere Erde wie eine riesige Kugel aus, die mitten im All zu schweben scheint. Und drumherum gibt es unzählige andere Planeten, die die Astronauten noch erforschen können. Jede Reise ins All beginnt auf einem Weltraumbahnhof. Dieses Raumschiff nennt man Space Shuttle. Es wird gerade zum Startplatz gebracht. In wenigen Stunden soll es mit Astronauten an Bord zu einer Raumstation im All fliegen. Wochenlang haben rund 20.000 Menschen diese Reise vorbereitet. Wahnsinn! Wow! Da würde ich jetzt gerne einsteigen. Wäre bestimmt super spannend. Wie deine Frisur von da oben wohl aussieht, Theo. Ja, meine Frisur von da oben. Aber nicht nur meine Frisur wäre spannend, Tess. Von da oben könntest du noch ganz andere spannende Dinge sehen. Vorgärten, Schwimmbäder, Ozeane, Imbissbuden, Berge, Supermärkte, ja, ganze Kontinente und...